Also. Ja, hallo, heute sind wir hier in der Weihnachtsbäckerei von Max und haben leckere Plätzchen gebacken, zusammen mit Lena. Und der werde ich jetzt mal ein paar Fragen stellen. Hallo Lena. Hallo. Ja, wir haben ja eben schon ganz fleißig gebacken. Backst du überall auch gerne oder ist nicht so dein Ding? Doch, Plätzchen backen tue ich unglaublich gerne. Also ich liebe das, weil da kommt man so richtig in Weihnachtsstimmung, finde ich. Leider hatte ich dieses Jahr noch nicht die Gelegenheit dazu, weil ich jetzt die ganze Zeit am Drehen bin in Österreich. Also ich war noch gar nicht zu Hause und das war heute aber irgendwie schon so ein bisschen Heimatfeeling. Plätzchen backen mit Weihnachtsmusik und ja, ich freue mich auf jeden Fall dann auf die Weihnachtszeit und auf meine Heimat. Kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch eben gesagt, du warst schon so lange nicht mehr zu Hause. Ja. Dann ist Weihnachten ja ganz schön, mal wieder zu Hause zu sein. Hast du dein Lieblingsrezept, was so Plätzchen angeht? Ich finde das, was wir heute gemacht haben, das Max-Rezept, echt sehr lecker. Also mal ganz neu, das kannte ich auch noch nicht, das fand ich gut. Und sonst, also ich mag gerne so Sachen mit Vanille, Zitrone, aber so ein Lieblings, also ich stehe total auf Süßes, ja. Und ich mag eigentlich alles, was süß ist. Ja, also ganz klassisch eigentlich. Und wie feiert ihr zu Hause immer Weihnachten, die ganze Familie und wann macht ihr Bescherung? Ja, wir feiern zu Hause, wir treffen uns alle. Meine Eltern sind ja getrennt, aber ich feiere dann abwechselnd bei beiden einmal und ganz normal Bescherung abends vom Tannenbaum und ja, lecker essen. Schmückt ihr den Tannenbaum auch zusammen, oder? Das ist bei uns Tradition, dass wir jedes Jahr zusammen schmücken. Also ich habe mich da schon mal versucht, ein paar Mal zu drücken, aber das lässt meine Mutter nicht zu. Deswegen, da müssen eigentlich immer alle zu und es macht aber auch Spaß, irgendwie so. Man macht ja nicht mehr so viele Sachen gemeinsam, gerade wenn man irgendwie, wenn ich so lange weg bin immer. Und es ist dann schon irgendwie schön. Also jetzt mache ich es auch gerne. Früher hat mich das dann genervt, als ich noch hier war. Ja. Aber jetzt freue ich mich darauf. Also jetzt sehe ich das auch aus ganz anderen Augen. Ja, das denke ich mir. Und was machst du Silvester? Hast du schon Pläne? Silvester, keine Ahnung. Das ist jedes Jahr wieder eine Überraschung. Das machen wir eigentlich immer spontan. Also natürlich fragen wir uns vorher die ganze Zeit, was machen wir? Aber dann kann sich keiner entscheiden. Alle meine Freunde sind auch irgendwie so ein bisschen verstreut in Deutschland, da muss man sich auch irgendwie irgendwo treffen und mal schauen, ich weiß es noch nicht. Ist immer schwierig, ich weiß es auch noch nicht. Hast du denn irgendwelche besonderen Wünsche und, oder Vorstellungen oder Ziele für das nächste Jahr, 2011? 2011, ich habe eigentlich immer die gleichen Wünsche. Ich wünsche mir immer, dass es genauso weitergeht, natürlich noch weitergeht. Und ich wünsche mir einfach auch so, dass alles so, weil bei uns ist jetzt irgendwie noch nie großartig was passiert in der Familie oder bei Freunden, dass alles irgendwie so Happy Ending bleibt irgendwie. Und das wünsche ich mir eigentlich. Ich nehme mir nicht so viel vor. Immer. Kommt sowieso immer anders, ne? Das kommt sowieso, wie es kommen soll, sage ich immer. Das stimmt. Hast du dir denn vorgenommen, zur Fashion Week zu gehen in Berlin? Ich war jetzt das ganze Jahr nicht da, weil ich immer im Ausland war und gearbeitet habe zu der Zeit. Und ich habe mir gedacht, jetzt im Januar mache ich mal wieder mit. Hast du denn so irgendein Fashion-Highlight, wo du sagst, es geht momentan nicht ohne? Geht momentan nicht ohne. Dein Lieblingsstück, was du Ja, ich habe mir gerade eine ganz coole neue Winterjacke gekauft. Das ist eine schwarze, das ist so eine Art Cape, ja. Aber nur bis hierhin und dann so schwarze Lederärmel. So ganz enge. Das ist mein Lieblingsstück zur Zeit. Schön. Und noch eine allerletzte Frage. Wie würdest du deinen Style beschreiben? Mein Style? Also, ich bin eigentlich so ziemlich auf Streetwear abgestimmt. Also wenn ich ausgehe natürlich, dann mache ich mich auch ein bisschen mehr hübsch und High Heels. Aber sonst im Alltag habe ich immer flache Schuhe an, also so Boots oder so oder Sneakers, Jeans wie heute auch, T-Shirt, das war's. Ja, super. Vielen Dank, Lena. Das war's und wir essen jetzt noch ein paar Kekse und trinken Kaffee und dann freuen wir uns auf Weihnachten. Tschüss! Tschüss.